Dieselkat als Ausweg? Fahrverbote für ältere Dieselautos sind in Stuttgart wohl kaum noch zu vermeiden. In der grün-schwarzen Landesregierung gilt es nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts als schwierig bis unmöglich, um Verbote für Dieselautos der Euronormen 3 und 4 noch herumzukommen. Einen ausgearbeiteten und intern abgestimmten Plan gibt es dem Vernehmen nach aber noch nicht. Der SWR berichtet, die Regierung plane auch Verbote für Diesel der Abgasnorm Euro 5. Es solle Ausnahmen geben etwa für Pendler und Anwohner, vorausgesetzt, ihre Dieselautos würden mit einer Hardware nachgerüstet, um den Stickoxidausstoß zu senken. Spiegel Online hatte von ähnlichen Plänen berichtet. Ein Treffen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Grüne, mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, verlieh solchen Mutmaßungen Nahrung. Spiegel Online berichtete unter Verweis auf einen angeblichen Geheimplan Kretschmanns, Scheuer solle die rechtlichen Voraussetzungen schaffen, damit die Besitzer der umgerüsteten Wagen einen Eintrag in die Fahrzeugpapiere oder eine andere Kennzeichnung bekämen. Nur so könnten Polizisten bei der Durchsetzung der Verbote erkennen, ob der betreffende Wagen sauber genug sei, um in die Stadt zu dürfen. Kretschmanns Regierungssprecher erklärte aber am Freitag, es gebe keinen Geheimplan. Es sei noch nicht entschieden, wie die Landesregierung in Sachen Diesel weiter vorgehe. Wir stehen noch am Anfang der Überlegungen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte im Februar entschieden, dass Fahrverbote zur Luftreinhaltung in Stuttgart grundsätzlich erlaubt sind. Kretschmann erklärte am vergangenen Dienstag, das Ziel bestehe darin, Verkehrsverbote möglichst zu vermeiden, aber auch das höchstrichterliche Urteil zur Luftreinhaltung zu beachten.